Guten Morgen! Heute ein wieder zugegebenermaßen tiefer Einschnitt in unsere gesellschaftlich-kulturelle Konditionierung. Aber ich wäre nicht Christian, wenn ich nicht Gedanken, die scheinbar gelöst sind oder über die nicht mehr nachgedacht wird, weil es einen breiten Konsens gibt, auch wieder diese hin und wieder mal in Frage stelle. Heute geht es darum, dass man nicht nur mit einem Menschen eine Liebesbeziehung pflegt, sondern dass man dies in einer Gruppe tut. Das bedeutet, dass zwei Frauen mit drei Männern oder ein Mann mit zwei Frauen oder eine Frau mit drei Männern oder zwei Frauen mit zwei Männern und so weiter zusammenleben, wo es keine Exklusivität der Liebe und gegebenenfalls auch der Sexualität gibt, sondern wirklich die Gruppe einen Liebesverbund darstellt. In Deutschland ist zwar die Polygamie verboten, also dass man zwei Ehen eingeht, aber nicht die Polyamorie. Das ist der Oberbegriff dafür, dass man mit mehr als einem Menschen eine Liebesbeziehung eingeht. Oder sozusagen eine Ehe durchzuführen, also dieses Formular quasi auszufüllen. Für die meisten Menschen ist das unvorstellbar. Aber warum eigentlich? Den ersten und wichtigsten Grund habe ich ja bereits genannt. Man ist einfach in einer Kultur aufgewachsen, wo so etwas als nicht schicklich gilt. Und entsprechend hat man das nie in Frage gestellt und einfach das gemacht, was andere einem gesagt haben. Ich rede hier von Deutschland, ne? Und wenn jetzt die Diskussion auftritt, dann kommen wissenschaftlich nicht belegbare Argumente, wie dass es für die Kinder ein besseres Umfeld wäre, wenn nur Mama und Papa existieren sind, oder dass das Leben in einer Beziehung besser vor sexuellen Krankheiten schützt, werden dann ins Feld geführt. Bei letzteren ist gerade im Hinblick auf die wachsende Untreue in den Beziehungen sogar eher das Gegenteil der Fall, da man sich sicher fühlt und entsprechende Schutzmaßnahmen gar nicht in Erwägung zieht, weil der Partner ja treu ist. Und auch die seit Jahrzehnten wachsenden Trennungen zwischen zwei exklusiven Liebespartnern stellt für die Kinder auch eher eine negative Prognose, als wenn die Kinder in einer offenen, mehrköpfigen Liebesbeziehung aufwachsen. Da gerade in so einem Umfeld im Durchschnitt Toleranz und Offenheit und Respekt viel mehr gelebt wird als in einer Zweierbeziehung und dadurch die Beziehung auch viel länger überdauern potenziell. Und ich rede hier nicht nur von Mann und Frau, sondern auch von Mann und Mann oder Frau und Frau. Aber Zweisamkeit ist ein lediglich kulturell und gesellschaftlich geprägtes Ideal, was keinerlei wissenschaftlichen Unterbau hat. Es ist die reine Manipulation, die sich vor allem durch die christliche Religion manifestiert hat in unseren Köpfen. Denn dass sogar die Polygamie, also die mehrfache Eheschließung in anderen Kulturen und Religionen funktioniert, das ist kein großes Geheimnis. Aber wir reden jetzt hier in dem Video heute nur von Polyamorie, also ohne irgendwelche ehelichen Pflichten oder gesetzesgesteuerten Auflagen der Beziehung, sondern die wirklich freiwillige Liebesbeziehung. Im Tierreich zum Beispiel ist die freiwillige Monogamie sehr selten zu finden und man könnte auch durchaus mal die These in den Raum stellen, dass Monoamorie, also das Zusammenleben unabhängig von der Ehe, oder eben sogar Monogamie, also der Zwang der Ehe mit einer Person, die Unterdrückung das ist eher die Entfaltung der eigenen Persönlichkeit unterdrückt und man quasi beraubt wird der Freiheit sich zu entwickeln und dass das eher zu negativen Konsequenzen führt für den Einzelnen und auch für die Beziehung führt als jetzt so der Gedanke der Polyamorie. Aber seien wir mal ehrlich, ist der Großteil der Menschen im deutschsprachigen Raum für Polyamorie bereit? Mit seinem Geiste? Nein, mit Sicherheit nicht. Da eben die Menschen fast durch die Bank unbewusst ihr Leben absolvieren, da eben die Menschen überhaupt keinen natürlichen und freien Zugang zur Sexualität haben und nicht zuletzt arrogant und überzeugt sind, dass ihr aktuelles Mindset immer das Richtige ist. Egal ob das jetzt vegan oder omnivor ist, ne? Da macht es keinen Unterschied. Veganer sind oft genauso borniert. Und es sehr schwer bis unmöglich für die meisten ist, objektiv an eine Thematik heranzutreten und sie das ganze Sammelsurium an indoktriniertem Wissen und durch neuronale Netze verknüpften Emotionen unreflektiert abschießen und quasi dann überhaupt nicht offen sind für die Thematik. Aber versucht Euch mal vorzustellen, dass ein Mensch komplett tolerant ist, dass er keinen anderen Menschen versucht einzuschränken und sogar unterstützt, dass er aber auch seine eigenen Träume konsequent verfolgt und dass seine Liebe tendenziell universell und nicht exklusiv ist.
Eine Idealvorstellung eines Menschen. Ein Mensch, der niemanden was tut, andere unterstützt, sich selber vollkommen entfaltet und alle liebt. Ist diese Idealvorstellung so unrealistisch? Ich denke nicht. Aber sie ist sicher nicht der Standard. Aber wenn Menschen in dieses Schema passen, dann ist eine Polyamorie definitiv die beste Wahl und Monoamorie nur sehr schwer möglich, da es bei der Entfaltung seiner universellen Liebe da Probleme geben wird. Ne? Und ja, das birgt eben wiederum Potenzial für Unzufriedenheit. Weitere Vorteile einer Polyamorie ist die Überwindung gesellschaftlich geprägter Barrieren. So eine Gruppenliebesbeziehung, die funktioniert, ist ein täglicher Trigger für die in dieser Gruppe lebenden Menschen, indem sie immer wieder erinnert sind, dass sie frei sind und dass sie auch andere Entscheidungen, die gesellschaftlich vielleicht geächtet sind, durchziehen, weil sie ihrer Intuition vertrauen. Das erinnert sie auch wieder daran, dass sie ihre Liebe leben und dass es funktioniert, anders zu sein als die oft sehr abgestumpfte und automatisierte Gesellschaft. Ich sage aber nicht, dass es für jeden das Beste ist, ne? Da ganz deutlich. Aber ich würde euch dazu animieren, darüber einmal nachzudenken, wie es wäre, wenn man einfach mehr als eine Person liebt und auch von mehr als einer Person geliebt wird. Ist das nicht ein tolles Gefühl, nicht auf eine Person immer so fokussiert zu sein? Ist das nicht näher an der Realität echter Liebe und nicht als Liebe getarntes Besitz- und Erfolgsdenken? Jeder kennt das. Menschen ändern sich, Menschen sterben und Menschen treffen Entscheidungen, die andere Menschen beeinflussen. Wäre es auch nicht aus dem Aspekt sinnvoller, seine Liebe auf mehrere Menschen zu verteilen? Würde die daraus erwachsene Gruppe nicht auch viel fester zusammenwachsen, weil man eben Freiheit und Verbundenheit gleichermaßen besitzt, was eben in einer Zweierbeziehung sehr, sehr schwierig ist? Für mich steht fest, bei einem hohen Grad der Homogenität, das bedeutet, dass man gleich tickt in Kernfragen des Zusammenlebens, ist Polyamorie die absolut zufriedenstellendere Alternative. Was natürlich nicht existieren darf, ist irgendeine Form von Eifersucht oder Besitzansprüchen innerhalb der sich liebenden Gruppe. Und auch da scheiden wieder sehr viele Menschen aus, die eventuell den Gedanken reizvoll finden, als Frau mit zwei Männern zusammenzuleben oder andersrum, aber ja, es dann einen andauernden Kampf, der zum Beispiel zwei Männer um die Gunst der Frau gibt. Und vor allem ist es auch wichtig, demzufolge, dass gerade die gleichgeschlechtlichen Teilnehmer, die es ja in so einer mindestens dreiköpfigen Liebesbeziehung geben muss, sowohl geistig als auch körperlich sich angezogen fühlen. Dass wirklich also jeder mit jedem kann. Das finde ich sehr, sehr wichtig. Es muss ein absolut gleichberechtigtes Klima zwischen allen existieren, ohne Druck, ohne Neid und einfach unkompliziert. Und bitte beachten, Polyamorie ist keine offene Beziehung, wo also ein Partner auch mit anderen schlafen kann, sondern es ist eine echte Liebesbeziehung, nur eben mit mehr als zwei Personen. Bitte dies auch unbedingt in den Kommentaren beachten, damit wir wirklich sinnvoll diskutieren und uns auch austauschen können. Denn meine Idealvorstellung ist, in eben so einer Gemeinschaft zu leben, wo alle Menschen alle lieben. Eine interessante Studie mit vielen weiteren interessanten Aspekten, warum Monogamie nicht das Optimum sein kann, das findet ihr unten in der Infobox. Meiner Meinung nach ist Monoamorie und eben auch Monogamie ja, lediglich konditionierte Verhaltensweisen, die wir über die Jahrhunderte oder Jahrtausende gepflegt und manifestiert haben. Säugetiere neigen in der Natur grundsätzlich zu Polyamorie, aber aufgrund der Konditionierung ist es eben in der Tat für die meisten Menschen besser in einer Zweierbeziehung zu leben, das muss man dann auch sagen. Aber Menschen, die sich kritische Fragen stellen, die eine Bewusstheit entwickeln und die danach streben, ihr Leben so natürlich und damit so zufrieden wie möglich zu gestalten und dabei Manipulation und Konditionierung aufzulösen, um Echtheit und Authentizität zu erreichen, für diese Menschen hoffe ich in diesem Video einen Ansatz offeriert zu haben, den man nutzen kann, um ja, wieder alte Muster aufzubrechen und neu zu strukturieren. Und eventuell kommt man wieder zum alten Ergebnis. Aber es ist wichtig zu wissen, warum man etwas tut. Nur weil es Oma, Opa, Mama und Papa schon immer getan haben oder weil es in der Tat das Beste für einen ist. Schreibt mir Eure Meinung zum Thema, entweder direkt auf Euch bezogen oder generell betreffend. Ich freue mich auf jeden Fall auf Eure Reaktionen zu diesem wirklich extrem
unanständigen Thema. Wir sehen uns in den Kommentaren heute Morgen wieder. Macht's gut, euer Christian. Tschüss.